Ableitung, verschiedene Schreibweisen und Bedeutungen vielleicht. Wir haben hier eine Funktion, die Strecke als Funktion von der Zeit, die Geschwindigkeit v von t kann man auch schreiben als s Punkt dann von t oder ds dt. Und dann tut man es dann ableiten wie normal. Ja, 3 mal 5 ist 15, t hoch 2 minus 2. Und die Beschleunigung ist a von t. Könnte man auch schreiben als s Punkt von t. d2s dt2 ist auch eine Möglichkeit, wie man es schreibt. Aber im Endeffekt geht es dann eher darum, wie man es ableitet. Ist gleich 30 mal t. Und so. Genau, so Strecke. Also, wenn man fährt, Strecke als Funktion von der Zeit, Geschwindigkeit und dann die Beschleunigung als Funktion.